Jens, der haut sich noch ein Ding drin. Ansonsten kommt er nicht klar. Wir hatten im letzten Video das Altenburger Premium Pilz. Jetzt trinkt er wieder Wodka nach. Wie gesagt, das Altenburger Premium haben jetzt als neues Bier das JW Augustiner Bräu München Edelstoff Export Bier. Edelstoff finde ich schon mal gut. Von 1328, so wie es aussieht. Das Ding hat 42 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Was ist das denn? Das muss erstmal weg. Wie heißt der Testbier jetzt? Edelstoff. Edelstoff? Ja. Augustiner. Hm. Prognose? Oder warst du nicht fertig? Das sieht so gut aus, ich denke Bronze. Ich sag. Was ist denn das für ein Exportbier? Ja, na, ich glaube, das ist ein Blender. 5,6%. Ich sag Blech. Auspacken oder wegpacken? Wie geschützte die Flasche aus, geografisch. Ja, super. Also wirklich top. Also das kriegt von mir volle Punktzahl, außer... Was kriegst du denn da volle Punktzahl? Naja, das Einzige, was mich fehlt, ist hier der Verschluss und hinten so das Etikett mit hier ist nicht mal kleinen hinten. Geschichte. Ja, ja, genau. Ist ja richtig. Das ist aber total vorne billig. Ist top. Die haben nicht mal eine eigene Pulle. Na, zwei würde ich geben. Ja, okay. Das ist aber schon sehr optimistisch. Sehr, naja. Muss ein Kunstbanause. Augensucht oder Augenflucht? Kunstbanause. Ja, ich würde es aufruppen. Ja, mach auf. Und dann kipp ein. Ach so, warte mal, was steht denn hier? Was ist denn das? Ach so, hat doch gesagt, das Altenburger vom letzten Mal. Hast du schon gesagt, ja? Ja. Dann stellt er wenigstens weg. Unbedingt mal ankicken, ist jetzt hier verlinkt, ja. Das Moped ist kaputt. Ah. Ja, auf da. Ah, der war gut, ne? Diese gefährlichen Waffen sind hier unter dem Video verlinkt in der Beschreibung. So, gelten die auch unter diesen Waffenschutzgesetz? Diese. Was war denn das da? Ja, ich meine, die schießen schon mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300 Meter pro Sekunde. Könnte schon ins Auge gehen. Schon sehr gefährlich, ja. So. Was ist denn jetzt nun? Du oder ich? Einkippen. Der Glas. Gut, dann kipp ich in. Kipp in. Hob auf. Hob auf ist schon kipp in. Muss halt die Reihenfolge beachten. So. Schöner Schaum. Schöne Kohlensäure. Schön klar. Wunderbar klar. Also vom Aussehen her für mich volle Punktzahl. Also ich sehe da jetzt nichts. Naja, man könnte auch einen Punkt weniger geben, aber was denn? Können wir ja machen. Was denn? Da ist ein bisschen wenig los da. Ah doch, da ist genug los. Also ich finde schon, dass da genug los ist. Also ich habe da schon mal ganz andere Sachen gesehen. Dann probieren wir das mal. Der Dude Augustiner Bräu München Edelstoff. Prost. Wir grüßen... Also ich freue mich schon. Wir grüßen die Familie. Familie, Verwandten, Bekannten.
Oh, das ist schwer. Warte, die Flasche? Oh, das ist schwer. Boah. Dude, ich hab mich getäuscht. Geh mal zurück. Mein erster Gedanke, den hätte ich wirklich mal sagen sollen, aber ich war wirklich... Das kann man im Nachhinein immer behaupten. Also ich hab's ja gewusst, dass das so schmeckt, wie es schmeckt. Meine Fresse. Ich find's lecker. Man riecht ja alles, oder? Riechst du da was? Ja. Ach, hör auf. Ich riech die Säure, das Milde und dieses Leichte. Ne? Also das ist wirklich... Lecker. Und ist lecker. Nix ist aufdringlich. Du hast einen Ansatz ans Hopfige. So leichte Hopfige, ne? Das Malzige überhaupt nicht so. Das ständig aufstoßen von dem Zeug. Du hast die Säure, du hast die Kohlensäure. Also. Das ist ganz schön wässrig, finde ich. Echt, ja? Macht jetzt bei jedem neuen Punkt oder was? Oh. Und dann sind wir wieder beim Bier, wo wir uns ziemlich. Hör mal auf, ey, das ist Wasserbier. Ich schmeck ja nicht, ich riech nicht, ich schmeck nicht. Ich halt schnuppen. Boah, kann ja sein. Also, das ist, also wir hatten ja das letzte Mal dieses Altenburger, ja, dieses Helle. Punkte, ja. Was richtig kräftig würzig war. Das Altenburger Helle ist jetzt hier verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anklicken. Im Gegensatz dazu ist das schön mild und entspannt. Ich fand das Altenburger Hell schön mild und entspannt. Mhm. Tja. Was denn nun hier? 7 Punkte, 8 Punkte? 5 oder was? Mehr. 3? 9 Punkte. Also ich bin da jetzt, gebe ich dir ehrlich... Muss erst mal gucken, was vor 8 ist. Ich glaube 7. So, was denn nun? Ach, ich finde es schön. Schön, dass wir bei manchen Sachen nicht einer Meinung sind. Also, also für mich hat das Ding auf jeden Fall richtig guten Geschmack. Und das ist auf jeden Fall definitiv bei der 12 anzusetzen. Ja, nehmen wir eine 11. Gut. Special Points. Das Aussehen der Flasche, das war's. Das ist nicht speziell, das ist ganz normal, Standard, langweilig. Das ist urig. Das ist total langweilig. Die Etikette. Eigentlich müsste es viel billiger sein, als es wahrscheinlich ist. Tja, wenn es wie Etiketts drauf, das war's. Ja, aber darüber, davon gehen wir ja nicht aus. Das ist doch. Natürlich, das ist halt. Aber ich finde, wie sie es gemacht haben, finde ich schön. Also ein Punkt wenigstens. Also mal ja, vor allem von 13,28. Ja, kann ja sein. Deutsch Reinheitsgebot. Österreich. Das zählt nicht. München, das ist bayerische Reinheitsgebot. Prost. Wasser, Gerstenmalz und Topfen. Uwe. Mein Gott, das muss eins von den ersten sein. Hast du noch einen Witz? Das muss eins von den ersten sein. Was war das denn? Wir werden hier angegriffen. Ich hab jetzt nicht mehr großartig. Was ist denn? Na, hast du denn noch einen Zettel da? Willst du nicht schon mal vorlesen, was wir schon hatten? Ansonsten
Habe ich hier noch ein paar Fakten, Bierfakten. Woran erkennt man, dass ein Bier weibliche Hormone hat? Wenn man 10 davon getrunken hat, quasselt man nur Mist und kann nicht mehr richtig Auto fahren. Kommt mir bekannt vor. Huber und Gast streiten an der Bar. Herr Huber, die haben mir mein Bier nicht voll eingeschenkt. Sie haben doch aber schon daran genippt. Das stimmt gar nicht. Ach ja, wo ist denn die Fliege hin, die oben auf den Schaum schwamm? Was haben wir so im Reiser? Da steht ja eine Schmuckbeutelsäure. Schmeißt du weg gleich, wenn da ein Schmuck ist. Eine alte Dame trinkt zum ersten Mal Bier. Sie stutzt und sagt überrascht, das schmeckt genau wie die Medizin, die mein Mann 20 Jahre lang jeden Abend zu sich nehmen musste. Bei einem Streit bewirft sich das Ehepaar gegenseitig mit Geschirr. Erst fliegen Tassen, Teller und Gläser. Als der Küchenschrank leer ist, nimmt sie den vollen Bierkasten. Halt, ruft er. Wer wird dann gleich böse werden? Der war aber gut. Ja, das stimmt. Bist du noch? Nee, bist du sowieso nicht mehr. Bierfakten. Wo ist meine Brille? Fakten. Bierfakten. Heute doppelt so krass. Mhm. Was ist eigentlich ein Goos? Was? Ein Gose. Ein Goose. G-O-S-E geschrieben. Goose? Was ist das denn? Hatten wir schon mal getrunken? In der Störtebecker-Woche. Campus Gopher oder Goose? Ich glaube, das war das mit dem Wal. Mit dem Wal? Goose. Der ist aber anders. Der Störtebecker Gose. Aha. Ist jetzt hier verlinkt. Das ging aber in die Hose. Auf jeden Fall ging das in die Hose. Das hat ja nicht geschmeckt. Das goslarische Bier, kurz Goose, ist ein obergäriges Weizenbier, welches sich durch eine maßvolle Salz- und Koriandernote auszeichnet und deshalb nicht dem Reinheitsgebot entspricht. Goose oder Goose gilt als einer der ältesten Bierstile Deutschlands und ist als helle und als dunkle Goose erhältlich. Vielen Dank für die Information an hopfenseidank.de. Ja, vielen Dank auch, ja. Das ist ja schon, was ich nicht trinke oder nicht mehr trinke. Haben wir sie ja schon mal getrunken von Störtebecker, ist jetzt hier irgendwo verlinkt oder war schon mal verlinkt. Na, Störtebecker, hat uns auch gar nicht geschmeckt. Ja, die Packung, die ist schon brutal. Das ist schon, ne? Was für Profis. Ah, ich sag dir, ey. Könnt ihr mal gerne probieren, dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr das empfunden habt. Ja. Das Ding nur. So, Uwe? Du hast ja schon ausgetrunken. Uwe, hast du denn Uwe geschmeckt? Nö. 100 Pro war da einer. Der zittert noch sein Zeh. Deine kleine Pfütze oder was? Mhm. Und wegkippen? Ja, nee, ich würde es nicht wegkippen. Ich auch nicht. Silber. 22. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebäu für gute Kumpel. Lagen wir beide daneben mit der Prognose. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Kongrels, schöne Grüße an diese riesengroße Augustiner-Brauerei. Seit 1328. Ah, gibt's die schon. Hm. Heute so. Zum nächsten. Kannst du mal hier da durch die Tür gehen und im Kühlschrank ganz oben. Mhm. Schaffst du nicht, oder was? Dein Rücken, pass auf. Hier liegt alles im Weg. Mach mir so schnell. Nee, da wärst du jetzt echt gleich stolpert über ein Stück Papier. Nimm doch gleich mit hier. Was? Nimm doch gleich mit? Ja, gleich. Dann rufst du lieber zweimal. Da kommt gerade meine Frau. Das gibt's Ärger.
Oh, na, was denn davon? Ja, ach du Scheiße. Naja, mach mal zu. Gestern Doppelbock. Ja, jetzt beim nächsten Video, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, deswegen ist der auch das letzte. Stein, haut rein, bleib fein. Sind ja durch, mach hin. Bleib fein. Ciao.